Es ist abenteuerlich, ihre Art Politik zu machen, und es ist scheinheilig. Abenteuerlich, diese Scheiße, ich muss mal so sagen, ich kann das auch nicht mehr hören, ich kann das auch nicht mehr schönreden. So ein Blödsinn, jetzt uns Kolonialismus vorzuwerfen. Was kommt als nächstes? Durchatmen, 10. Februar, Tag des Wahnsinns. Hört sie mir, dreht völlig frei. Und ich komme da gleich drauf zu, was viel schlimmer ist, was der BUND jetzt macht. Der Bund für Naturschutz und Umwelt regt sich fatal darüber auf, dass Herr Professor Tiedemann von der Uni Göttingen, Herr Dr. Tiedemann, im Bundestag für die CDU-CSU-Fraktion über den angeblichen Rückgang von Insekten berichtet hat. Und wenn, woran liegt es überhaupt? Er sagt dort ganz klar, es gibt einen Rückgang, je nach Jahr, hängt vom Wetter ab, der geht mal von 30-80% plus minus. Völlig, vollkommen normal. Wir müssen uns ja von morgens bis abends seit Jahren anhören, dass eine Krefelder Studie, wo jeder sagt, die hat den Namen überhaupt nicht verdient, besagt, dass wir Landwirte verantwortlich sind für den Rückgang der Insekten. So, jetzt wissen wir alle, dass 77 Fußballfelder jeden Tag in Deutschland einfach verschwinden. Die sind weg. Steht auf der Seite des Bundesumweltministeriums. Bitte nachgucken. Und wir haben eine Zunahme von Verkehr. Und es gibt eine wunderbare Studie, bitte googeln, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Über 10 Jahre ging die besagt, wie viele Insekten durch Windräder geschreddert werden. Wie viele Tonnen. Da werdet ihr staunen. Bitte alles recherchieren. Stimmt alles. Jetzt kommt aber der BUND in Form von Frau Corinna Hölzel. BUND-Pestizidexpertin, was auch immer das sein soll. Ich habe mal gegoogelt und mal geguckt, von der Frau finde ich überhaupt nichts, wo die Expertin ist. Aber es ist nun mal heutzutage so, ich bin auch ab und zu Experte von Astrophysik, weil ich ab und zu Star Wars gucke. Deswegen ist es einfach komplett lächerlich, wer sich heute alles als Experte bezeichnet und die echten Experten halt schlecht redet, beziehungsweise sogar cancelt. Ja, Herr Professor Dr. Tiedemann ist einer der renommiertesten, die wir in diesem Land haben, und es ist sein Job, in solchen Ausschüssen einfach die Wahrheit zu sagen, wie sie wirklich ist. Ich dachte, wir hören nur auf Experten. War das bei Corona nicht so? Naja, man versucht ihn jetzt hier ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und man sagt hier, Pestizide müssen zügig und gemeinsam mit der Landwirtschaft um 50% verringert werden. Also es geht nicht darum, dass die Landwirtschaft das nicht möchte. Selbstverständlich wollen wir das, weil diese ganze Scheiße kostet so viel Geld. Da würden wir gerne drauf verzichten. Wir haben auch schon in den letzten 10 Jahren um 30% reduziert. Wir können auch gerne nochmal um 50% reduzieren. Schafft uns bitte vernünftige Infrastruktur mit einem vernünftigen Internet, Funkverbindung. Dann können wir unsere hochmodernen Maschinen, weil wir machen die Landwirtschaft auf dem höchsten Niveau in Deutschland, ganz gerne nochmal so forcieren, dass wir da mehr einsparen. So wie wir beim Dünger schon eingespart haben. Allein wir in Niedersachsen hier von 2017 bis 2021 fast 40% Dünger eingespart. Interessiert es einen? Nobody. So, und jetzt wird spannend, schaut euch mal das Video von Herrn Özdemir an. Da bin ich ja wirklich aus allen Wolken gefallen. Es ist schon ganz spannend, dass in Deutschland die Debatte, leider auch durch den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine, jetzt vor allem um diese Frage geht, wie können wir Absatzmärkte erschließen? Hauptinteresse sollte sein, wie können wir Afrika ermächtigen, wie können wir die Länder, die Landwirtschaft dort vor Ort stärken. Dass diese Debatte in Deutschland kaum eine Rolle spielt, sagt viel über uns aus. Da ist immer noch viel koloniales Denken leider dabei. Sagen Sie mal, hört Sie mir, glauben Sie das eigentlich alles selber, was Sie so erzählen? Wir wissen doch wohl hoffentlich alle, wo die Probleme in Afrika liegen. Erstens in Bildung. Bildung ist das A und O. Und dann wissen wir doch auch, wie korrupt Afrika nun mal ist. Und warum ist es so? Weil wir als westliche Nationen uns dort bedienen, auf diesem ach so reichen Kontinent, der eigentlich stinkreich ist. Ja, und wir haben ja gar nichts bei uns. Und deswegen bedienen wir uns da wie im Selbstbedienungsladen und holen doch ihre Kobolde daher. Das ist doch komplett lächerlich, was Sie hier gerade erzählen. Und machen die Landwirtschaft dafür verantwortlich? Unsäglich sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann sprechen Sie doch mal mit Ihrem Nachbarministerium von Frau Schulze. Herr Flassbart wusste vor einem Jahr, als die Ukraine leider in einen Krieg geraten ist, überhaupt nicht, dass so viel Ware aus der Ukraine in die ganze Welt geht. Und jetzt hören wir, dass in der Ukraine maximal die Hälfte von dem geerntet wird, was letztes Jahr geerntet wurde. Was ist Ihre Antwort darauf?
weiterhin hier beste Böden stillzulegen. Es ist doch abenteuerlich. Und wenn wir wollen, dass in Afrika was passiert, müssen wir dort Wertschöpfung generieren. Wie war das nochmal mit Desertec vor 10 Jahren? Alles auf Eis gelegt. Und warum? Weil es nun mal dort momentan nicht möglich ist, was zu machen. Und hören Sie mir jetzt, hören Sie bitte auf, von den wahren Problemen abzulenken und irgendwelche Scheindebatten zu führen. Ihr Job ist es als Landwirtschaftsminister und Minister für Ernährung und Gesundheit, jetzt auf die Wissenschaft zu hören. Wie war das bei Corona nochmal? Wir müssen auf die Wissenschaft hören. Alle anderen sind Querdenker, Aluhutträger. Sind wir das jetzt auch, weil wir unsere besten Wissenschaftler nicht hören? Oder wie muss man das verstehen? Das ist die logische Konsequenz darauf. Wir haben die Möglichkeit hier, Leid zu lindern. Setzen Sie es um. Lösen Sie uns die Handfesseln. Wir sind bereit, noch nachhaltiger zu werden, noch besser zu werden. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn wir uns hier abschaffen, und das passiert im ganz großen Stil, das wissen Sie doch auch, dann lösen Sie die Probleme, indem Sie mit uns zusammenarbeiten, auf die Wissenschaft hören und fachliche Kompetenz nach vorne bringen. Und hören Sie nicht auf irgendwelche NGOs, die nur Spendengelder sammeln, von morgens bis abends uns einreden, dass hier alles schlecht ist, alles die Weltuntergang gedeiht ist. Das ist nämlich nicht so. Das wissen Sie hoffentlich auch. Also setzen Sie es bitte um.